Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier bei Remnant 2. Wir sind zurück und sind in der Gemeinde Morrow. Hier wollen wir weitermachen. Bevor wir das tun, will ich aber eigentlich noch mal eine Sache nachschauen. Und zwar ist dieses Spiel ja ein Rabbit Hole. Was meint der Hyuga jetzt damit? Der Hyuga meint damit, dass es in diesem Spiel so viele Secrets gibt, die teilweise so wirklich einzigartig sind. Das schafft nicht mal ein Souls-Game. Also ich habe ja wirklich alle Souls-Games gezockt. Und ich kenne die Tiefgründigkeit von Miyazakis Level und Boss-Designs. Also ich kenne das ja wirklich alles. Ich glaube, hier geht es dann genau in die Gemeinde Morrow zurück. Also ich kenne das ja wirklich alles. Und vielleicht sehen das jetzt wieder absolute Souls-Fans anders. Aber ich sehe es so, dass Remnant 2 hat teilweise so krass platzierte Secrets, dass es teilweise... Erstmal sind hier so Augen. Ist schon ein bisschen ekelhaft, oder? Erinnert ihr euch noch Bloodborne? Augen? Eyes from the inside? Das ist schon wirklich... Das ist schon großartig. Also da macht, meine ich... Remnant 2 schon einiges sehr einzigartig. Und eine Sache möchte ich mal schauen, ob das hier so ist. Und zwar geht es darum, dass wir eine bestimmte Architektur finden müssen. Es ist falsch zu sagen, dass die Level in Remnant 2 zufallsgeneriert sind. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ne, das stimmt ja nicht. Es gibt nur verschiedene Maps und es ist zufallsgeneriert, welche Map man erwischt. Das ist zufallsgeneriert. Also ne, nicht das Spiel an sich. Das Spiel an sich, hat einfach nur sehr viele Maps und kann deswegen sehr viel Abwechslung bieten. So. Aber was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir hier gerade machen? Es hat damit was zu tun, dass ich eine bestimmte Waffe kriegen kann. Wow! Dass ich eine bestimmte Waffe kriegen kann, wenn ich eine bestimmte Architektur finde und da was ganz Bestimmtes mache. Und ich will gucken, ob diese Architektur in diesem Level mit drin ist. Heilige Scheiße. Tötet sie dran. Nein, tötet mich nicht. Erkennt mich als einen der Guten. Wollt ihr aber nicht, ne? Weiß, ihr seid die Dran. So, es geht darum, eine spezielle Architektur zu finden. Da muss man da was Spezielles machen und dann schaltet man eine Waffe frei. Ich meine, wie krass ist das? Das klingt gerade alles leichter, als es wirklich ist. Bisschen zurückgucken, nicht dass hinter mir Gegner spawnen. Von dir bleiben nur noch. Zeig ihnen, was die Dran ausmacht. Naja, was die Dran ausmacht, dass sie brutal sind. Oh nö, der schon wieder. Renne! Aber lass mir meine Heilung. Renn ich ja selbst.
So. Ja, ich weiß, im Wasser lauert noch ein Gegner. Den habe ich schon geortet. Das sieht nicht gut aus. Immerhin Rückgrat. Neues Level für den Doktor. Weil ich glaube fast, dass wir... uns verlaufen haben. Also es gibt halt, wie gesagt, es gibt dann so ein Rohr und in diesem Rohr da steckt so ein kleines Viech drin. Und dieses Rohr, das muss ich aktivieren. Also dieses Viech muss ich da rausballern. Wenn ich das gemacht habe, dann aktiviere ich da Wasser, was innerhalb von 90 Minuten den Raum flutet. Also ich muss dann nach 90 Minuten wiederkommen und dann kann ich einen anderen Parcours spielen. Mit diesem Parcours ich dann wiederum eine Waffe freischalte. Also so tiefgehend ist dieses Level-Design hier. Also ich muss so einen Pfropfen aus einem Rohr schießen, nach 90 Echtzeitminuten wiederkommen. Und dann bekomme ich da eine Waffe, wenn ich da den Parcours schaffe, bei dem ich jederzeit sterben kann. Also, das ist schon... Also, sag mir mal bitte, dass das nicht tiefgründig ist. Aber finden muss man es natürlich, ne? Finden muss man es natürlich. Aber kann auch sein, dass ich das jetzt hier nicht finden werde. Ja, der Typ schon wieder. Der nervt. Boah, wollte ich gerade hochklettern. Na los, na los. Warum kann ich meine Q nicht mehr aktivieren? Und jetzt, wieso kann ich meine Q nicht mehr aktivieren? Das ist ja blöd. Das reicht erstmal. Ich habe mir halt ein Video angeguckt, wo man halt so ein paar coole Waffen herbekommt. Also, wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, habe ich mir das jetzt alles hier nicht selber ausgedacht, sondern habe mir da ein Video reingezogen. Jetzt bin ich aber wieder am Anfang des Levels, am Checkpoint. Okay, also es kann natürlich auch immer sein, dass diese Architektur, diese Konstruktion in einem Level-Load nicht vorkommt, ne, weil... Das kann natürlich immer sein. Ansonsten machen wir jetzt ganz regulär weiter. Aber dass ihr mal so gehört habt, was ich hier überhaupt noch machen will. Also warum mache ich denn das gerade? Oder wartet mal da oben. Es ist halt so ein blödes Rohr und da steckt dann halt so ein Ding drin. Also man muss ja wirklich echt gut die Augen offen halten.
Nein. So, habe ich eigentlich meine Lampe an? Nö, Heilung angeschmissen, wollte ich gar nicht. Charakter. Oh, cool. Erhöht die Treffer, die der Doktor einstecken kann, bevor er graue Gesundheit verliert um 1. Oh, schön. Wartet mal. Meine Lampe. Genau. Wie mache ich denn die Lampe nochmal an? Ganz vergessen. Aktion. Feuerung. L. Aha. So, ein bisschen Licht hier. Jetzt muss ich hier echt alles absuchen, weil hier irgendwo könnte... Also da oben wahrscheinlich nicht. Aber überall könnte das natürlich sein. Danke, schön, dass ich hier nicht hochkomme. So. Kann man hier hinten vielleicht... Naja, also es ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen zufallsgeneriert, dass diese Architektur drin vorkommt. Nicht meine, die sieht halt ungefähr so aus, meine ich. Muss aber auch nicht sein. Muss alles nicht sein. Und wenn, stecke ich da zu wenig in der Materie drin, um da echt Ahnung von zu haben. Aber hier fließt Wasser. Und das Rätsel hat ja mit Wasser zu tun. Schade. Ich dachte, oder habe eigentlich eher so gehofft. Gedacht habe ich es nicht, habe es eher gehofft. Es ist hier manchmal, weil hier sind ja mehrere. Nö, ne, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Levels. Wir haben ja Zeit. Ich habe ja mittlerweile auch schon eine Menge Gegner hier besiegt. Und frage mich immer noch, warum ich meine Kuh gerade nicht einsetzen kann, meine Spezialfähigkeit. Hier waren wir auch schon drin. Und das ist noch ein ganzer Bereich, den ich noch gar nicht erkundet habe. Hier so. Da ist noch ein ganzer Bereich, den ich noch gar nicht erkundet habe. Nebenbei mal gucken, in diesen Rohren kann das Ding halt drin stecken. Da
Aber eigentlich in Verbindung mit eben dieser Architektur, so als, wurde halt als Hinweis genannt. Aber wir gehen gleich nochmal die roten Bereiche checken. Und falls ihr jetzt sagt, boah, Yuga, wieso gehst du jetzt gerade schon wieder nicht in der Main Story weiter? Das ist dieses Spiel, ne? Das ist Remnant. Das spielt man eben so. Das ist kein Durchrush. Also, naja, man kann es in der Gruppe kann man durchrushen, wenn man es außerhalb der Gruppe spielt. Kann man wirklich diese Level mal erkunden und schauen, was man da noch alles für Gegenstände findet. Hier, ist noch ein ganzer Komplex hier, den ich noch nicht erkundet habe. Aber das kann natürlich sein, dass das jetzt wieder so eine Map ist, auf die ich keinen Zugriff kriege. Kann natürlich sein, dass es wieder so eine Map ist, auf die ich keinen Zugriff kriege, weil dafür die Map anders hätte geladen werden müssen. Ja, ich versuche gerade noch irgendwie herauszufinden, ob man sich da irgendwie so lang bewegen kann. Nee, also das ist wirklich, Boah, hat einer sein Süppchen gekocht. Ja, und da kann dann wahrscheinlich diese eine Superratte wieder kommen und einen da langziehen. Ja, schade, da komme ich nicht ran. Ja, das ist der Teil. Aber vielleicht komme ich dann von der anderen Seite aus hin irgendwann? Eigentlich bräuchte ich einfach nur so... Ah, guck mal! Doch! Kann hier einfach durchbrechen. Okay, Geheimnis gelüftet. Also das Geheimnis, wie ich da reinkomme. Wow. Ah, ihr seid hier am Start. Und wollt hier die Bevölkerung unterdrücken, oder? Wow. Sieht schon krass aus. Ah, da oben gibt es noch ein Item. Einen Ring wahrscheinlich. Weil es sonst einfach zu wenig Ringe hier im Spiel gibt. Boah, man wird ja richtig überfallen. Ja, das ist jetzt blöd. So. So. Okay. Okay, das Geheimnis, was ich entdecken wollte, habe ich nicht entdeckt. Okay, aber dafür sind hier überall diese Gefangenen.
Heil. Hast hier die Leiter übersehen. Okay, sie benutzen die Kanalisation auch als Verlies. Aha, der Vorratsladerring. Questgegenstand, eine abgetrennte Hand. Ja, wie schon gesagt, hier halten sie ihre Gefangenen. Okay, also ich glaube, die Waffe werde ich jetzt erstmal nicht bekommen, aber ich habe hier einen Questgegenstand bekommen, die abgetrennte Hand. Und das wiederum. Ah, okay, hier komme ich nicht. Hier komme ich nicht so. Sieht doch nicht so aus, als ob man da hinten hinkommen soll. Bin gespannt, was wir mit der Hand anfangen können. Ja, erstmal springe ich in den Tod. Wunderbar, Leute. Du bist tot. Das war mal so gar nicht überlegt gewesen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle ein ganz kurzes Päuschen. Wie schon erwähnt, das, was ich eigentlich finden wollte, habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich was anderes sehr Interessantes gefunden. Was können wir mit der abgetrennten Hand anstellen? Ich finde es heraus. Dann machen wir hier weiter in der nächsten Folge von Remnant 2. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.